Stichtag. Wir hatten durch den Zufall die Ehre, dass Louis am 5. Juli 2007 einen Zwischenhalt in Stuttgart machen wollte. Der erste Teil fiel ins Wasser, der zweite Teil war sehr früh morgens, zu früh für Presse und Bürgermeister. Aber es war ein recht nettes Meeting im Regen auf dem Marktplatz in Stuttgart. Und als Gegenprobe hat er sich entschlossen, auf der Rückfahrt ebenfalls über Stuttgart zu fahren. Und wir können von Glück sagen, dass es eine Initiative gibt seit mehreren Jahren. Ich nenne jetzt mal eigentlich den führenden Kopf, den Jens Löwe, der hier aus diesem Gelände der ehemaligen Gebrüder Schoch Galvanisiererei versucht, ein ökologisches Projekt, Gemeinschaftsprojekt zu machen, Hallen für Verkauf, für Werkstätten und ähnliches, und dass wir in der Zwischenzeit das Recht haben oder die Möglichkeit haben, dieses Gelände mit zu nutzen für so einen unkonventionellen Empfang. Und ich wünsche Ihnen heute Abend das Vergnügen, viele Leute kennenzulernen. Ein bisschen was könnte man noch sagen, die Fahrzeuge, die hier zu sehen sind, sind Twikes, wenn ich das richtig sehe. Es sind einige ehemalig als Mini-L, inzwischen als City-L bezeichnete Fahrzeuge dabei. Es ist das Solarin-Fahrzeug Edith, das ist der Verein Stuttgart Solar in der 10-Wochen-Aktion mit fast 40 Leuten gebaut hat, 1991, und das Glanzstück fährt ja heute noch, inzwischen abgedämpft, wenn ich das richtig verstanden habe, auf 165 km/h. Also wenn man wollte, könnte man viel mehr. Unser Verein hat es auch 1991 geschafft, dass das Land Baden-Württemberg eine E-Mobil-Promotion durchgeführt hat und allen Leuten in 14 Orten Baden-Württembergs, die Elektrofahrzeuge gekauft haben, einen Zuschuss von 7.500 D-Mark damals pro Sitzplatz gegeben hat. Aber die große Industrie, die jetzt gerade so viel von Elektrofahrzeugen redet, hat 18 Jahre es geschafft, zu verhindern, dass wir heute weiter sind, die sehr stark bremsend wirkt. Und wir sind der Meinung, man muss die Versuche wagen, man muss es riskieren, man muss auch Dinge anfangen, so wie wir es mit Photovoltaik begonnen haben, zu einer Zeit, als sie noch nicht ausgereift war. Und erst wenn der Markt zu laufen beginnt, ist die Möglichkeit gegeben, dass auch die Forschung aus dem Markt raus finanziert wird und das Ding zum Selbstläufer wird. Bei Photovoltaik haben wir es beweisen können, dass es zum Selbstläufer wird. Bei Windenergie haben wir es beweisen können, eigentlich bei allen erneuerbaren Energien. Wir freuen uns, dass wir wieder zusammen mit Extra Energy e.V. aus Tanna ein Projekt machen können und dass unsere Freunde von Xing hier dabei sind und Menschen aus verschiedensten anderen Initiativen. Unter anderem darf ich mal Cities for Mobility erwähnen. Und als Gast haben wir bei diesem Event Louis Palmer, der mit seinem Solartaxi. Ja, 53 Taxi. Wenn wir es schaffen, das zusammen zu machen. Vielen Dank, liebe Conny, dass du das organisiert hast. Na, ganz kurz, ich wollte jetzt nur geschwind sagen, erstens mal wollte ich mich bei Schochs bedanken, dass wir hier sein können. Das ist nämlich etwas wirklich Besonderes. Ja. Und bei den vielen Leuten, die hier geholfen haben, aufzubauen. Und weil ich gehört habe, dass der Schweizer Generalkonsul auch noch kommt und bestimmt auch noch etwas redet, schlage ich vor, dass wir nicht umsonst geheizt haben und vielleicht mal einen Moment einfach da reingehen, ein bisschen was trinken und mal vielleicht ankommen
Und dann haben wir drin nochmal Gelegenheit, sozusagen ganz viel über, also das wäre mein Wunsch auch das für den heutigen Abend. Das fände ich auch eine gute Idee, weil wir könnten nachher, ich würde es gerne so machen, dass man einzelnen Persönlichkeiten ein bisschen die Möglichkeit gibt, sich vorzustellen, zu sagen, aus welchem Land und was für Projekte man macht. Ja.